Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Battlefield 4. Mein Name ist Mike und wie ihr seht, sind wir noch hier. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich kurz mal wieder zum Panzer gehen könnte und schauen könnte, ob der noch lebt. Ja, ich schaue einfach mal. Vielleicht hat er sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Ja, hat er auch wieder. Sehr schön. Aber trotzdem werde ich mal... Aber ich sehe den Panzer einfach nicht. Das ist das Problem. Das ist eigentlich mein Hauptproblem gerade. Dass ich einfach den Panzer nicht sehe. Und was man nicht sieht, kann man eben nicht angreifen, würde ich mal sagen so. Da hinten. Ja, aber ich muss weiter hinter für den. Warten wir hier mal kurz. Hier kann er mich nämlich nicht angreifen. Das ist sehr gut. Also warten wir hier mal kurz und laden uns wieder auf. Das seht ihr da unten in der rechten unteren Ecke. Da bewegt sich das gerade. So, 100% wieder. Sehr gut. Okay. Da ist der verdammte Panzer. Aber der lebt nicht mehr lange, das verspreche ich euch. Verdammt. Yeah, sehr gut. Okay. Schnell den Rest da erledigen. So, und wir heilen uns jetzt ein bisschen. Und dann geht's schon weiter zum Flughafen. Oder zum Flugfeld, was auch immer. Er ist auch gestorben. Ja, wir müssen, glaube ich, hier fahren. Den haben wir auch erledigt. Bitte kommt hier kein Panzer, Alter. Wir sind jetzt so oft schon gestorben. Ich glaube, das Level... Das war's. Wir müssen zu Fuß weiter. Verdammt, das habe ich schon gewusst. Okay. Feinde auf der Treppe. Oder eben, ich hab's mir schon gedacht. Die Treppe. Wir gehen in das große Restaurant. Verdammt, da ist er schon da. Okay. Wie viele Punkte haben wir eigentlich schon? Das habe ich irgendwie voll geschrieben, aber ganz egal. 12.000. Ich weiß nicht, ob wir 190.000 noch schaffen. Na klar, ich hoffe es aber. Was war das jetzt, Alter? Da war gerade der. Ja. Aber wenigstens keine Panzer mehr. Wirklich. Ey, ich hab da lieber 10.000 Feinde als einen Panzer. Echt. Ja, und wir müssen das vorsichtig tun, sonst ist die Mission gescheitert. Auf der anderen Seite des Gebäudes. Mittlerweile hasse ich Panzer einfach schon so sehr. Von da oben können wir mehr erkennen. Dann gehen wir mal rauf. Wie sollen wir raufgehen? Ach, gehen wir einfach runter. Komm schon, Wrecker! War da nicht gerade, wa? Warte mal kurz, ich check kurz die Lage. Okay. Hier lang, Wrecker! Kontakt, direkt vor uns! Das haben wir gemacht, verdammt. Der ist auch erledigt. Und hinüber. Ja, wie sollen wir da raufkommen? Wollte ich euch gerade fragen. Gehen wir einfach mal runter, würde ich sagen, oder? Vielleicht kommen wir irgendwie von da hinauf. Sieht allerdings nicht so aus. Schießen wir uns einfach. Okay, nein, passt schon. Passt schon, ja, perfekt. Was willst du jetzt da, Arish? Mann, ich flieh ihn aus. Da ist die Brücke. Wir sind nur noch zu viert. Wir sollten los. Das ist aber nirgendwo Deckung. Das ist doch totale Scheiße. Wir brauchen bessere Plan. Die Wolken brechen auf. Der Sturm legt sich. Wir müssen uns beeilen. Das gefällt mir nicht. Bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine Armee? Wir haben die Mission ausführlich mit Garrison besprochen, okay? Ja, wir sind die Mike-Gang und wir schaffen das. Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich habe kein Problem mit Frauen, aber ich habe eins mit Lügnern. Jetzt hört auf! Wir haben eine Mission zu erledigen. Denkt an die Leute auf der Valkyrie, die ihr gerettet habt. Sie verlassen sich auf uns. Danke, Peck. Fuck! Du bist ein toller Mann. Ich liebe dich. Das habe ich nie gesagt. Hilf mir mal, Wrecker. Ja, ich bin schon da. Nicht. Sie verpennt was. Behalt sie im Auge.
Ja, okay. Obwohl, wenn das er sagt, ich weiß nicht. Ich vertraue ihm eigentlich sehr, den Irish. Und ich glaube, wenn der sowas denkt, hat er auch meistens recht. Also wir sollten ihr vielleicht echt nicht so viel vertrauen. Da hat er vielleicht sogar recht. Ich glaube, ich kann die Flugzeuge sehen. Allerdings keine Militärmaschinen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sie rausbringen. Los, der Sturm wird nicht lange anhalten. Warte kurz. So fühlt es sich aber nicht an. Okay. Okay. Okay, das hab grad ich gesagt, nicht du. Verdammt, was war das, Alter? Okay, der Sturm. Alles klar, nichts passiert. Und jetzt Vorsicht! Durch den Bus! Wow, sind das viele. Okay, Angriff, komm. Und helf mir. Granate geworfen und keiner ist gestorben. Sehr gut. Läuft bei mir, Alter. Verdammt, ich sollte mehr zielen, denn ich habe nicht so viel Munition. Ja, wartet kurz. Ich hole mir kurz noch Munition. Da hinten war ja... Nein, das ist direkt weg. Scheiß drauf, wirklich. Komme ich hier raus? Hey, wartet mal kurz auf mich. Ich komme da nicht raus. Ich weiß, es ist peinlich, aber es kann passieren. Okay, ganz ehrlich jetzt. Wie komme ich darüber? Da ist nur der Eingang. Ah. Ah, alles klar. Komplizierter Weg, muss ich sagen. Gegner? Nein. Dann gehen wir weiter. Worauf warten wir? Verdammter Sturm, Alter. Hier sind auch keine Gegner. Obwohl, das beunruhigt mich ein bisschen. Es ist zu ruhig. Verdammt. Okay. Wir holen dich raus. Hilf mir mit dem Ding. Ich versuch's. Oh. Okay, Jim, dein Arm ist frei. Kontakt! Boah, pass auf, pass auf. Ja, tolle Position für mich. Wirklich. Wo ist der hingerutscht? Der ist gerade ins Meer gerutscht, aber ganz egal. Okay, zurück zum Wagen. Max, schlag das Fenster ein. Hanna, überprüf die Handbremse. Auf drei. Eins, zwei. Wir müssen von dieser Brücke. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Danke. Hier bleibt keiner zurück. Siehst du, Irish? Er ist cool. Gib mir einfach deine Hand. Das muss doch gehen. Dieser klappt das nicht. Verdammt. Hängt er irgendwo fest? Der Gott, er hängt den Gott fest. Dann los. Wow, verdammt, Alter. Das ist ein Schiff. Alter, verdammt. Nein, das sieht schlecht aus für uns. Das sieht ganz, ganz schlecht aus für uns. Jetzt schnell raufschwimmen. Schwimm rauf, komm schon. Das schaffst du. Okay, das schaffen wir. Danke, Pack. Danke, Pack. Echt. Und danke, Irish auch. Die wollte mich einfach hier lassen, also, ja. Ihren vertrauen wir nicht mehr. Geht's dir gut, Irish? Aus der Kanalisation? Hör zu, wir sind direkt unter dem Flugfeld. Weg rein. Endlich. Okay, das sind Feinde, glaube ich. Ja. Sie wollen zum Flugfeld.
gehen wir. Was haben die irgendwie für eine Waffe gehabt? Ich schau mal kurz. Ich glaube, die ist... Nein, die ist nicht. Trotzdem, ich meine, die ist besser. Kommt ihr? Und rein in die warme Bude. Oder eben in die kalte, eisige. In den kalten, eisigen Bunker. Oh ja, da hast du recht, Pack. Da hast du richtig recht, also. Das gefällt mir schon viel mehr. Mittlerweile kenne ich auch schon alle Namen. Das hier ist der Pack. Das ist der Irish. Ach, da vorne. Tut mir leid, Pack. Also dahinter ist der Pack. Und der ganz vorne ist eine Sie. Das ist die Hannah. Die ist neu bei uns. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Irish und Wrecker schon ewig. Genau wie dann. Ich war der Squadleader. Ich bin seit etwa einem Jahr dabei. Ah, Pack ist seit einem Jahr dabei, okay. Den hat das Meer geholt. Ja. Ich. Tut mir leid. Das ist das verdammte Meer, Alter. Trotzdem brauchst du nicht fragen, Bitch. Okay, das war ein bisschen zu gangstermäßig. So, was brauchen wir denn mit? Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ein Granatenwerfer wäre gut. C4, ja, C4 lassen wir. Aber nur, falls wir beim C4 auch Munition dazu bekommen haben. Ja, haben wir. Okay. C4 mag ich da viel lieber irgendwie. C4 ist cool. Bodencrew und ein paar Schützen. Schnell Überraschungsangriff starten. Ich weiß, danke. Ich habe mich gerade gelobt, dass ich gut geschossen habe. Aber trotzdem, ich mag sie nicht. Sie wollte mich zurücklassen. Also ist sie für mich sowas wie ein Feind. Gehen wir mal hinten rum. Wow, das sind ja zwei. Die wollten sich nur ranschleichen, hä? Und trotzdem habt ihr nicht überlebt. Tut mir leid, aber ranschleichen ist eben feige. Wow, verdammt. Ach du Scheiße, Silber haben wir jetzt auch bekommen. Ist sehr gut, dankeschön. Alter, die kamen jetzt echt überraschend. Verdammt, wo ist der? Wo ist der, der auf mich schießt? Hinter mir. Oder? Ah, hier ist er. Ich sehe gerade, der Akku von meinem Controller ist gleich leer. Also werde ich jetzt gleich mal den Controller wechseln. Und die Zeit, sehe ich auch gerade, ist schon aus fast. Also müssen wir auch bald aufhören. Aber das hier machen wir noch. Okay, gehen wir mal weiter. Wie viele Punkte brauchen wir eigentlich noch? Gar nicht mehr so viel, ne? Ich glaube, das könnten wir sogar schaffen. Vielleicht bekommen wir jetzt endlich mal einen Sniper. Kommt ihr? Sehr schön. Ich hatte mir eigentlich hier eine Waffenkiste und so erhofft, aber... Ja. Es zeigt eine an, aber es ist keine hier. Ist schlecht. Danke, Irish, dass du aufmachst. Okay, die ist wahrscheinlich dann oben irgendwo. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuendesehen von diesem Video. Like das Video, kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal für mehr Videos und wir sehen uns das nächste Mal.